Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Fahrenheit. Sehr wahrscheinlich auch die letzte Folge. In der letzten Folge wurde nochmal richtig geschnackselt, bevor es jetzt zum Entscheidungskampf zwischen dem orangenen Clan, dem lila Clan, den Unsichtbaren und ein Typ, der halt auf dem Klo war, als er angefangen hat, Leute umzubringen, kommt. Der Entscheidungskampf. Und ein stummes Mädchen gibt's auch. Ja. So, dann schauen wir uns einfach noch diese Traumsequenz an und dann, ja, würde ich sagen, geht's aufs Finale zu. So, that's English, not German. Er wusste, dass die Halle brennen würde, John. Da bin ich sicher. Aber er hat das Feuer trotzdem nicht gelegt. Nein, Mary. Das ist einfach unmöglich. Sieh's doch ein. Niemand kann Sachen sehen, bevor sie eintreten. Dies Artefakt sendet eine Strahlung aus, die uns noch immer unklar ist. Vielleicht bewirkte sie etwas bei Lukas. So ein Blödsinn. Wir haben alle untersucht, die jeder mit in Berührung kam. Und niemand wies was Besonderes auf. Und außerdem, wenn es am Artefakt läge, wären wir alle bestrahlt und hätten irgendwelche mit Fähigkeiten. Mit einem Unterschied. Ich war mit Lukas schwanger, als ich zuerst dorthin ging. Lukas wurde von dem Artefakt bestrahlt, als er noch in meinem Bauch war. Das ist doch lächerlich, Mary. Mir reicht's. Ich geh erst mal raus, bis du dich abgeregt hast. Lukas? Was machst du da? Lukas? Lukas! Was? Der ist nicht bestrahlt. Ihr seid verstrahlt. Da denkt sich so eine Story aus. Vor allem jetzt wird alles so richtig schön stramm erzählt. Da ist die Halle. Sieht alles verlassen aus. Anscheinend waren wir schneller als das Orakel und der Lila-Clan. Sie sind ganz in der Nähe. Ich kann sie spüren. Jade ist bewusstlos. Sie hält nicht mehr lange durch. Die Zeit wird knapp. Bist du sicher, dass ich nicht mitkommen soll? Ich weiß nicht, was mich dort erwartet. Ich möchte dein Leben nicht aufs Spiel setzen. Sei vorsichtig. Ich brauche dich. Wenn ich in 15 Minuten nicht zurück bin, gehst du zu Bogart zurück. Er wird dich beschützen. Ja. Wir laufen. Wir laufen gegen den Wind. Wir laufen, wir sind recht geschwind. Wir laufen, der Reim ist vorbei. Wir laufen. Die Inkontinenz kommt herbei. Komm schon! Ah, ich müsste jetzt mal die Lade aufstellen, direkt gegenüber, damit mein wallendes Haar richtig schön so weggeweht wird. Weggeweht wird, was? Da ist kein Wind mehr, da dürfte ich eigentlich ganz gut laufen können. Glaube ich jedenfalls. Mit die Finger gelockert. Ernsthaft. Seit 2000 Jahren warte ich auf diesen Moment. Den Moment, in dem mir das Geheimnis enthüllt wird. Die Antwort auf alle Fragen. Und ausgerechnet du bringst mir das Indigo-Kind.
welch Ironie des Schicksals. Der Orangene Clan wird die gesamte Menschheit versklaven, wenn sie das Geheimnis erfahren. Macht das etwa einen Unterschied? Wir regieren bereits die ganze Welt, Lukas. Das Kind wird uns ultimative Macht verleihen. Wir werden den Göttern ebenbürtig sein. Das Kind bekommst du nicht. Dein unbedeutender Part ist vorbei. Du kannst nun das Spielbrett verlassen. Wir danken dir für alles, was du für uns getan hast. Er hat ja ganz schöne Gesichtslähmungen, der Kerl da. Ach, jetzt geht wieder diese Matrix-Sequenz hier los. Was ist denn das? Ist das jetzt Broly oder was? Oh, Super Saiyajin! Also spätestens nach dem zweiten Mal verfehlen, würde ich dem Kerl jetzt versuchen, die Fresse zu polieren. Ich würde nicht ständig immer wieder neu anfangen zu schießen. Was passiert hier? Hallo, da sind immer noch jede Menge Soldaten. Okay. Ich gucke schneller als die Kugel. Oh no. Ah. Was für Götter! Alter, ich poliere dir deinen Prozessor! Komm schon! Ich will nicht hinsehen. Mein Router-Passwort ist 555 Nase.
Du blöde Kuh, jetzt ist... Na, du sollst doch abhauen. Die Kälte verschwand genau, wie sie gekommen war. Lautlos. Als ob das Indigo-Kind das Stundenglas bei der Enthüllung seiner Nachricht umgedreht hätte. Alles war genau wie vorher. Das dürfte das geringere Übel sein. Das Orakel und der orangene Clan nahmen wieder ihre Machtstellung unter denen ein, die die Welt im Geheimen regieren. Und der lila Clan kehrte ins Netz zurück, um uns wieder von dort heimzusuchen. Ich sollte mich wohl glücklich schätzen. Ich lebe seit 3 Monaten mit Tarla zusammen. Sie ist das Beste, was mir seit langem passiert ist. Gestern erfuhr ich, dass sie schwanger ist. Es muss in jener Nacht in Bogards Untergrundbasis passiert sein. Das bedeutet, dass unser Kind vom Chroma in Vishita bestrahlt wurde, genau wie ich damals im Leib meiner Mutter. Ich weiß nicht, was jetzt passieren wird. Ich bin der alleinige Hüter des größten Geheimnisses des gesamten Universums. Was soll ich mit all dieser Macht tun? Sie vergessen? Oder in den Dienst der Menschheit stellen? Ich hatte nie ein Gott werden wollen. Ich wollte lediglich ein ganz normales Leben mit Frau und Kindern führen. Aber ich befürchte, das Schicksal hat wohl andere Pläne mit mir. Was überlegst du, Lukas? Oh, nichts. Gar nichts. Ja. Ende. Gut. Leute, das war die Remastered Edition. Das war ein geiles Lied. Das war die Remastered Edition von Fahrenheit aus dem Jahr 2005. Das erste Movie Game, sag ich es einfach mal, von Quantic Dream. Das andere Spiel, Nomad Soul oder wie das hieß, war ja ein bisschen was anderes. Würde ich aber auch mal gerne, also extrem gerne nachholen. Aber mit deutscher Sprachausgabe. Ja, ich habe ja gesagt, es wird ein Quantic Dream Jahr und das nächste Game, das wir jetzt angehen, wird, ach, nicht Detroit, verdammt. Wie hieß es? Mit dem Mädchen, mit dem Geist, mit dem Telekinese-Kram da. Egal, ihr wisst, was ich meine. Also, Detroit Become Humans wird dieses Jahr auch noch kommen. Aber jetzt kommen ja erst noch ein paar andere Projekte. Diesen Monat, im Monatsüberblick, habt ihr es vielleicht gesehen, werden noch ein paar andere Games erscheinen. Da wird Days Gone bei uns geben am Ende des Monats. Mortal Kombat gehe ich die Kampagne an und werde auch den Online-Streams ein paar anderen YouTubern und Twitchern auf Fressbrett geben. Ich werde jedenfalls versuchen. Ja, ich nehme noch so ein kleines geheimes Format auf, das nicht im April kommt, aber von dem ich jetzt einfach sagen muss, dass ich es aufnehme. Ich sag mal was, das ist was, was ihr euch gewünscht habt. Mal sehen, vielleicht kommt einer drauf. Dann gibt es noch ein paar kleine gemeinsame Projekte, wo wir am Aufnehmen sind. Beispiel beim Lautschma, The Forest. Und ja. Es läuft jetzt aber auch noch Graveyard Keeper von mir, wo ich einen Friedhofswärter spiele. Im Mittelalter ist auch ein Spiel mit sehr viel schwarzem Humor. Und dann läuft ja auch jetzt wieder Apes Odyssey, das ist aber so ein Wochenendprojekt. Und beim Paul, da geht's wie immer bei Forza Horizon weiter, also eher in sein Rennspiel-Fetisch. Er hat aber auch den neuesten DLC von Toad's Treasure Tracker. Also Nintendo, ihr kennt ja echt geile Namen, muss man sagen. Wieso? Toad's Treasure Tracker. TTT. Ja. Oder natürlich auch den Klassiker, der glaube ich sogar 2006 erschien, also ein Jahr nach dem Spiel hier. Mario Galaxy auf der Wii. Super Mario Galaxy. Super Mario Galaxy auf der Wii. Joa. Ein bisschen zurück, weil ich habe den Kopfhörer noch ziemlich laut gestellt. Es ist jetzt 11:30 Uhr abends. Ich gehe jetzt schlafen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ja.
Ich hoffe, dass ich euch bei einem unserer anderen Projekte wiedersehe. Im Stream, als Stream-Projekt läuft bei mir übrigens immer noch Gears of War, da werde ich diesen Monat weitermachen. Aber auch Sniper Elite 4. Ankündigung wie immer auf Facebook und halt auch in den Streams. Vielleicht sieht man sich ja. Und ja, wenn ihr auch Wünsche habt, welche Spiele ihr gerne mal auf dem Kanal sehen wollt oder als Stream-Projekt, dann schreibt einfach in die Kommentare und der Paul und ich werden versuchen, die Wünsche zu erfüllen. Also, genießt den Abspann. Meine Hackfresse verschwindet jetzt. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut. Bis dann. Und ciao. Ich bin's.